Wie kann ich ganz viele Videos automatisch von Mercalli SRL korrigieren und ausgeben lassen? Darum geht es in diesem Video. Hallo, ich bin Thomas Wagner von der Filmpraxis. Ich werde Ihnen jetzt zeigen, wie Sie mit Mercalli SRL ganz automatisch Videoclips stabilisieren und auch korrigieren können. Und das ist etwas, was auch nicht der Videolernkurs erklärt, den es ja zu kaufen gibt. Auch in unserem Praxisbuch, das wir extra für Mercalli SRL geschrieben haben, war das noch nicht ganz so ausführlich beschrieben. Schon vorweggenommen, wir haben das Buch aktualisiert und wenn Sie es schon gekauft haben, dann können Sie die neue Version in Ihrem Kundenkonto bei uns einfach herunterladen. Okay, um was geht es jetzt konkret? In unserem Praxisbuch haben wir bereits beschrieben, wie Sie ganz automatisch ganz viele Clips stabilisieren und korrigieren können mit Mercalli SRL. Aber eine Kleinigkeit haben wir auch übersehen, denn Sie können nicht so ohne weiteres einzelne Parameter anpassen. Was ich damit ganz konkret meine, zeige ich Ihnen jetzt. Ich stelle Ihnen zwei Methoden vor. Bei meiner ersten Methode werde ich ganz viele Videos in einem Durchgang analysieren und exportieren, aber ohne individuelle Anpassung der Parameter zu machen. Ich füge also zum Beispiel keine Vignette hinzu oder gebe ganz konkrete Parameter mit auf dem Weg der Stabilisierung, wie zum Beispiel, dass die Kameradynamik erhalten werden soll. Das würde so auch gar nicht funktionieren. Mit der vorgestellten Methode 2 wird es aber gelingen. Denn damit werde ich eine ganze Menge an Videoclips mit individuellen Parametern analysieren und exportieren lassen. Genug geredet, gehen wir in die Praxis. Ich habe hier Mercalli 6 SRL gestartet und als erstes werde ich Material importieren. Dazu gehe ich hier auf Medium importieren. Das ist übrigens Material, was sich automatisch mit installiert. Das heißt, wenn Sie diesen Pfad hier oben aufrufen, dann finden Sie die gleichen Videoclips auf Ihrem Computer. Ich wähle mal die ersten drei Clips aus, indem ich hier die Steuerungstaste drücke. Ich klicke auf Öffnen und jetzt sind diese Clips hier in Mercalli importiert worden. Und der Balken blinkt hier weiterhin. Denn Mercalli fordert mich auf, dass ich das Material jetzt erstmal analysieren soll. Der Hinweis ist auch richtig, aber in Methode 1 werde ich genau das nicht machen, denn ich möchte ja möglichst viele Clips auf einmal analysieren und zwar beim Export. Um jetzt alle Clips auf einmal zu verarbeiten, markiere ich mir diese, entweder hier über die Medienablage oder aber Sie gehen hier auf den Reiter Quellmedium. Auch hier kann ich mit gedrückter Maustaste die Clips markieren. Im Ergebnis ist es genau das gleiche, wie wenn ich das über die Medienablage mache. Jetzt sind alle Clips markiert und jetzt kann ich zum Beispiel die Stabilisierungsmethode bestimmen. Ich könnte jetzt zum Beispiel statt Turbo die künstliche Intelligenz einschalten. Ich deaktiviere jetzt nochmal die Markierung, damit Sie sehen, dass jetzt auf jedem Clip hier diese Stabilisierungsmethode aktiv ist. Wenn ich auch möchte, dass die Farben automatisch korrigiert werden, dann markiere ich wieder die Clips und gehe jetzt hier zum Beispiel bei dem Farbverstärker auf Aktivieren. Sie sehen schon, die Farben haben sich hier automatisch verändert. Ich gehe mal auf Intensiv, damit Sie den Unterschied noch etwas deutlicher sehen. Auch hier wurde jetzt für jeden der einzelnen Clips meine Einstellung übernommen. Um es jetzt schon mal deutlich zu machen, was der Unterschied zur Methode 2 ist, gehe ich jetzt hier mal auf Stabilisierung. Und hier die Parameter kann ich zum Beispiel nicht einstellen, weil das Material noch nicht analysiert worden ist. Ich habe also zum Beispiel keine Möglichkeit, das Randverhalten einzustellen oder auch die Dynamik. Das möchte ich jetzt in meinem Fall bei der Methode 1 auch gar nicht machen. Ich habe also jetzt die Stabilisierungsmethode gewählt und ich habe den Farbverstärker aktiviert. Und ich könnte jetzt bei der Ausgabe auch die Reihenfolge der Clips schon verändern. Auch darauf verzichte ich jetzt. Das beschreiben wir in unserem Praxisbuch ausführlich. Und jetzt kann ich schon direkt hier auf Export Medien gehen, um diese Dateien zu exportieren. Ich klicke jetzt einfach mal auf OK und schon startet der Export. Und der Unterschied ist jetzt, dass es ging jetzt so schnell, ich kann gar nicht so schnell reden. Das Tolle ist jetzt, dass Mercalli diese drei Clips beim Export analysiert und die ganzen Parameter anwendet, die ich vorher angegeben habe, also die Stabilisierung und die Farbverstärkung. Das war's schon. Ganz einfache Schritte. Material importieren, Parameter festlegen, exportieren und fertig. Und das können Sie für hunderte Clips auf einmal machen. Im nächsten Schritt würde ich jetzt diese Clips in mein Videoschnittprogramm importieren und mit meinem Videoschnitt beginnen. So, und jetzt komme ich zur Methode 2. Die ist ganz ähnlich, aber mit einem entscheidenden Unterschied. Auch bei meiner Methode 2 möchte ich ganz viele Clips auf einmal von Mercalli automatisch bearbeiten lassen. Denn ich möchte mir die Schnittarbeit möglichst einfach machen. Auch hier beginne ich wieder mit dem Importieren des Materials. Ich rufe wieder den Ordner auf, wähle die ersten drei Dateien und klicke auf Öffnen.
Auch hier kann ich wie bei der Methode Nummer 1 meine Clips markieren, entweder hier über das Gummiband in der Medienablage oder aber hier bei Quellmedium, indem ich hier auch wieder mit gedrückter Maustaste über die Dateinamen gehe. Auch hier würde ich jetzt erstmal die Stabilisierungsgrundmethode einstellen. In dem Fall wähle ich mal Turbo. Und auch den Farbverstärker möchte ich hier aktivieren. Diesmal belasse ich es bei nicht intensiv. Und wenn ich jetzt die einzelnen Clips hier anklicke, dann sehe ich, dass die Parameter hier alle aktiv sind. Bis dahin ist es noch identisch mit der Methode 1. Jetzt möchte ich aber noch Einfluss nehmen auf die Parameter, die mir hier das Register Stabilisierung bietet. Und das kann ich erst machen, wenn ich das Material analysiert habe. Und das geht ganz leicht, denn dazu klicke ich einfach hier auf Alle Medien analysieren. Auch das wird relativ schnell gehen. Das war es schon. Ich habe hier nichts geschnitten, das war Echtzeit. Die Clips sind jetzt analysiert worden. Auch hier mache ich nochmal deutlich, was der Unterschied ist zur ersten Methode. Bei der ersten Methode bin ich direkt auf Export Medien gegangen und habe die drei Dateien exportiert und beim Export wurden die Clips analysiert und die Parameter angewandt. Jetzt möchte ich aber, dass hier die Kameradynamik nicht erhalten bleibt. Das würde ich zum Beispiel dann wählen, wenn ich die Aufnahmen so stabilisieren möchte, dass das Ganze aussieht, als ob ich es mit dem Stativ gefilmt hätte. Und auch hier markiere ich jetzt einfach meine ganzen Clips, entweder wieder über die Medienablage oder aber über das Quellmedium. Ich gehe wieder zurück und jetzt klicke ich hier auf Kameradynamik erhalten und deaktiviere die Funktion. Und da die Analyse der Clips vorher stattgefunden hat, müsste das jetzt bei jedem Clip angewandt werden. Und wenn ich die jetzt mal einzeln anklicke, dann sehe ich, dass jetzt bei allen drei Clips die Kameradynamik aus ist. Ergänzend möchte ich erwähnen, dass Sie natürlich nicht alle Clips aktivieren müssen, sondern Sie können auch einzelne Clips verwenden. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Vignette haben möchte, und zwar nicht auf jedem Clip, sondern sage ich mal nur auf dem ersten und auf dem dritten, dann würde ich jetzt, ich gehe erstmal hier auf Effekte, Vignettierung und jetzt klicke ich den ersten an, der ist schon aktiv und drücke die Steuerungstaste auf meiner Tastatur und klicke den dritten Videoclip an. Sie sehen, der erste und der dritte Clip sind jetzt hier gelb umrandet worden. Und jetzt kann ich hier bei der Vignettierung eine Vignette einstellen. Und ich werde jetzt sehen, dass diese auf dem ersten Clip drauf liegt und auf dem dritten, nicht aber auf dem zweiten Clip, weil dieser war ja nicht aktiviert. Ich denke, die Methode ist klar geworden. Sie müssen erst die Clips, die Sie verändern wollen, mit den Parametern anklicken, um diese zu aktivieren. Dann stellen Sie die Parameter ein und das war es auch schon. Und jetzt könnte ich wieder auf Export Medien gehen, um mein Material herauszuspielen. Auch das lasse ich hier mal in Echtzeit durchspielen. Ja, Mercalli ist schon fertig, das ging wirklich sehr schnell. Die Software ist wirklich ein sehr mächtiges Tool, wenn man versteht, was man tut, also wenn man die einzelnen Parameter versteht, wenn man weiß, welche Funktion sich hinter welchem Knopf versteckt. Und zum einen beschreiben wir das in unserem Praxisbuch, wenn Sie das noch nicht haben, das lohnt sich wirklich sehr. Und natürlich auch in dem Videolernkurs bekommen Sie eine ganze Menge hilfreicher Tipps. Sie können das Ganze auch im Paket kaufen. Die Links zum Videolernkurs, zum Praxisbuch und zum Paket finden Sie hier unterhalb des Videos. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann geben Sie ihm einen Daumen hoch. Und wenn Sie Fragen haben, dann sprechen Sie mich oder mein Team an. Ich bin Thomas Wagner von der Filmpraxis.